Oh, hallo Freunde, herzlich willkommen zum ersten Oldtimer-Treffen hier in Cuxhaven. Und zwar seht ihr schon, hier kommen die Oldtimer reingefahren. Ich mache mal ein bisschen Platz. Und ich mache mal Einweiser. Jawohl. Ja. Oh, ihr seht, es ist noch früh am Morgen, kommen alle hier reingefahren. Und ich werde nachher noch natürlich ein bisschen rumgehen, werde euch noch die einzelnen Oldtimer ein bisschen zeigen, ein bisschen filmen. Vielleicht machen wir nachher noch ein Interview hier mit den Besitzern oder auch noch ein Interview hier mit dem Veranstalter, der das erste Mal macht dieses Jahr in Cuxhaven und ihr seid dabei. Und ja, freut euch über das Video und ich würde sagen, los geht's, wir starten jetzt. Freunde, hier auf dem ersten Oldtimer-Treffen in Cuxhaven treffe ich den Marcel mit einem richtig tollen Corrado. Marcel, welches Baujahr hat dein Corrado? Das ist Januar 89. Januar 89. Wie viel PS hat das Auto? Der wurde leider mit dem neuen Motor jetzt noch nicht gemessen. Ich gehe darum, dass er ungefähr 270, 280 PS hat. Na, da hast du aber richtig schöne Spitzengeschwindigkeit, wa? Ja, die Autobahn hier nach Cuxhaven, die war schon gut, sagen wir mal so. Aber hast du auch nur die Nummer, die Schilder genommen, wo du so schnell fahren durftest wieder? Ja. Natürlich, ja. Alles ordnungsgemäß. Alles ordnungsgemäß, ja, wunderbar. Was hast du umgebaut? Ich habe ja gesehen, das ist kein Original. Ich kenne mich ja ein bisschen mit Corrado aus, aber da ist nicht mehr viel Original, ne? Genau. Also der wurde zum Teil schon von Vorbesitzer viel umgebaut, was die Optik angeht, sowas wie die Bodykit und jetzt den Felgen und so weiter und so fort. Ja, ich hab eigentlich hauptsächlich den Motor gebaut, noch ein paar Innenraumsachen gemacht, so die Hosenträgergurte beispielsweise eingebaut. Okay. Und noch ähnliche Sachen. Genau, ich gehe nachher noch mal mit der Kamera rum und zeige noch mal ein paar Details. Ja. Aber das waren schon mal ganz gute Informationen, ich gehe nachher noch mal weiter. Marcel. Danke fürs Interview. Ne? Gerne, und, gerne. Viel Spaß mit deinem Auto. Ja, danke schön, gleichfalls. So, jetzt gehen wir noch mal rum um den schönen Corrado hier. Hier seht ihr den Motor. Das ist ein Pigment. Von hinten noch mal sieht der Corrado auch richtig gut aus. So. So, nochmal hier das Cockpit. So, ja. 1988 rausgekommen, der Corrado bei VW. Richtig schönes Auto mit richtig schön PS damals gewesen. Das war ein Highlight, wer sich das leisten konnte. Und hier als umgebaute Version mit richtig schönen Futures hier. So, dann gehe ich einfach mal hier die Reihe lang. Hier stehen ja die ganzen schönen Oldtimer, die Corvette. Also natürlich das Dach, das Interessanteste. Ein Buick, schönes Auto. Ford Mustang. Chevrolet ist natürlich wieder ganz, ganz Besonderes. Hey Jungs! Sehr schön. Jetzt mal ganz ehrlich meine Frage, Basti. Mustang nochmal in Schwarz.
Also der sieht ein bisschen aggressiver aus, aber von innen. Ich finde den ganz geil. Wie findet ihr den anderen? Die behält man. Ja, ja. Nee, wenn es nicht sein muss. Zwei Oldtimer, zwei Youngtimer und ein aktuelles Auto, damit man mal. Ja, ist auch ein sehr schöner hier. Die etwas größeren Autos, ein Ram. Da ist schön viel Platz drin. Der 1500er, ja. Die Antenne, die ist interessant. Die möchte ich euch noch mal zeigen hier. Schön gemacht. Und hier haben wir noch einen. Wow. Na, der hat eine schöne Länge. Wie die schönen Amerikaner der 70er. Lang, breit und ein schöner Spritverbrauch. So, ich zeige euch noch mal ein bisschen was von den Besuchern. Gut besucht. Wir haben jetzt ungefähr die Mittagszeit. Dann gehe ich mal hier weiter. An diesem schönen Oldtimer. Da muss ich doch mal reingehen hier mit dem Kamera. Ja, das muss man doch mal gesehen haben. Und hier der Spiegel. Ja. Wie ist es mit dem Auto verschmolzen? Nee. So, hier war sogar mit Anhänger. Schöner Oldtimer. Anhänger. So, Freunde, jetzt noch ein Interview mit dem Andi. Hallo, Andi. Hallo, Bernd. Und zwar hat der Andi einen Opel Ascona C. Ascona C. Andi, welches Baujahr hat der? Das Baujahr 84. Baujahr 84. Wie viel PS hat das Auto? 115. 115 PS. 1,8er E-Maschine drin. Original noch, oder? Original, ja. Originalmaschine drin. Ja. Das ist ein schönes Auto. Und du hast einiges verändert? Ja. Hinten den Korb sehe ich gerade, ja? Oder? Ja, das ist der Überrollbügel. Ja. Dann ist ein Fahrwerk drin, 70-55 kW. Und Räder, denke ich mal, ne? Lenzo-Räder, 7,5x16, hinten okay. 9x16. Ja. Schönes Auto. Wie lange hast du den jetzt schon? Den habe ich jetzt seit 19 Jahren, ui. 2005 als 07er H-Kennzeichen angemeldet. Ja. Ja, und macht immer noch Spaß. Ja. Und schön gepflegt, man sieht ja, es ja. Also Rost wird man da nicht finden, ist mit Mike ja. Sanders geflutet. Das ist so. Ist dein Hobby? Kriegfett, das ist mein Hobby. Das ist dein Hobby, ne? Ja. Und fährst du zu vielen oder zu einigen Oldtimer-Treffen? Ja, hauptsächlich nur noch Oldtimer. Das erste Mal in Cuxhaven, ne? Heute das erste Mal in Cuxhaven. Weil es das erste Mal ist, ne? Ja, weil es das erste Mal ist. Das erste Mal in Cuxhaven hier. Ja, Andi. Da bedanke ich mich für das Interview. Ja. Dankeschön, ne? Und viel Spaß ja, noch. Ja, ne? Danke dir auch, Bernd. So, hier auch noch mal den Opel Ascona ein bisschen im Detail. Hier seht ihr noch mal den Motor. Gehen wir einfach noch mal rum. Ja, sehr schönes Auto in dem Baujahr. Aus Cuxhaven, die Anreise war nicht so weit. Innenraum. Alles sehr gepflegt, sehr schönes Auto.
So, hier sind die USK-Polizeifahrzeuge, richtig schöne Fahrzeuge. Der Sheriff ist natürlich auch da. Ja, das ist schon was. Dann gehen wir mal hier rüber zum Motorradpolizei. California Highway Patrol. Sehr schön. Hallo Freunde, wie ich heute schon mehrmals gesagt habe, ich bin auf dem ersten Cuxhavener Oldtimer-Treffen und hier habe ich den Jan getroffen, den Veranstalter. Jan, eine super Veranstaltung. Und wo findet das jetzt statt? Ja, vielen Dank erstmal. Bei schönstem Wetter hier in Cuxhaven am Unikat. Erlebnisgastronomie in der Neufelder Straße im ehemaligen Fischversandbahnhof hier in Cuxhaven. Genau. Ja. Ihr habt hier super Wetter erwischt. Das ist natürlich immer das, was die Voraussetzung, ne? Ja, nach den Prognosen der letzten Wochen sah das ja erst nicht so aus. Ja. Und da wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Aber heute, wie gesagt, Petrus ist uns hold und das Wetter trägt seinen Teil dazu bei, dass die Veranstaltung recht erfolgreich ist. Und ist ja super erfolgreich. Habt ihr dann vor, jedes Jahr so eine Veranstaltung zu machen? Also es wäre mein persönlicher Wunsch. Ich wünsche mir natürlich, dass wir sie vielleicht wirklich zwei Tage mal machen können. Das ist sozusagen der Prototyp dieses Jahr. Ja, genau. Und man will ja auch, dass es friedlich, dass es vernünftig läuft, dass nichts passiert. Aber aktuell läuft es super. Die Menschen haben einfach Spaß. Und geile Kisten, geile Leute. Ja. Und das wünscht man sich. Genau. Und die Leute kommen nicht nur hier aus dem Umfeld, sondern auch aus Cuxhaven. Hier ist wirklich alles vertreten. Ja. Ich habe ja so ein bisschen rumgeguckt. Das heißt also, ich zeige euch nachher natürlich auch die Videos wieder von den Oldtimern. Ja, Jan, auch Gastronomie, ne? Richtig schönes Essen hier. Was bietet ihr alles so an? Naja, wir sind das Unikat selber, die Erlebnisgastronomie, kocht Crossover. Okay. Das bedeutet also für jeden irgendwie was dabei. Von gegrillten bis Burger, Steakgerichte, aber auch hausgemachte Pasta und solche Geschichten. Und hier auf dem Veranstaltungsgelände, auf unserer schönen Hafenterrasse draußen, haben wir einen Ochsen vom Grill. Da gibt es regionale Bratwurst, Nackensteaks, aber eben auch Cocktails und andere Erfrischungsgetränke. Dann habe ich gesehen, ihr habt auch noch Harley Davidson. Genau, ich bin selber leidenschaftlicher Harley-Fahrer. Okay. Ja, und die Idee war dann auch die Harley-Jungs zu fragen, ob sie Lust haben zu kommen. Und das hat geklappt und wie man sieht, sind in großen Scharen heute angereist. Genau, die sind zahlreich gekommen, das zeige ich euch natürlich auch noch in dem Video, ist ganz klar. Gut, Jan, dann bedanke ich mich danke für das auch. Interview. Ne? Schön, dass ihr da seid und viel Spaß noch viel Erfolg. Ne? Dankeschön, klar, danke schönen schön. Sonntag. Ciao. Ciao. Wie heißt das sexy? Excalibur. Genau, da haben wir ihn. Aber vorne cool. Ich bin nach Hause und hab das geteilt. Moment, raus.
Chevrolet Apache, sehr schönes Fahrzeug, sehr schönes Auto. Ja. Hier haben wir noch mal was in Mini-Ausführung. So, hallo Freunde, jetzt habe ich den Uli getroffen, der hat hier einen richtig schönen Ford Mustang. Uli, welches Baujahr hat denn dein Mustang? 1968. 68er, ist das vieles noch original oder hast du umgebaut? Nein, der ist also original so wieder aufgebaut worden. Das Auto ist 1968 so ausgeliefert worden. Der ist jetzt komplett restauriert worden, aber original restauriert worden. Und der ist also so, wie er jetzt hier steht, nur ein einziges Mal gebaut worden. Nur ein einziges Mal gebaut? Nur ein einziges Mal, weil er ein Originalschalter ist. Das war bei den Amerikanern dann schon etwas Besonderes. Okay. Dann hat er noch so ein paar andere Extras, die nicht selbstverständlich waren. Okay. Und deswegen ist er so, da gibt es den Marty-Report, das kann man sich in Amerika bestellen. Mhm. Und dann recherchieren die, wie oft das Auto gebaut wurde und sowas. Und der ist so, wie er jetzt hier genau in dieser Kombination steht, nur ein einziges Mal gebaut worden. Wie viel PS hat er? Circa 230. 230. Ja, dann hat er, haut er schon ganz schön ab. Ne? Also kann schon mal drauftreten. Da kann man schon mal drauftreten, genau. Und der Sound auch alles? Ja. So, muss ja sein. So wie soll beim V8, genau. Wie lange hast du den schon? 12 Jahre. 12 Jahre. Und ist dein Hobby, ne? Ja, oder? Definitiv. Fährst du auch viele Oldtimer treffen? Ja, mal mehr, mal weniger. Das kommt immer drauf. Hier noch aus der Nähe jetzt, oder? Oldenburg. Oldenburg, naja. Hat natürlich auch einen ganz anderen Sound wie ein modernes Auto. Auf jeden ne? Fall. Auf jeden Fall. Ja, nee, schönes Auto. Lack auch original, nehme ich mal an, ja? Nee, der ist also neu lackiert, aber... Neu lackiert, aber war schwarz vorher. Aber in dem Farbton, ganz genau. War vorher im Farbton. Genau. Gut, ich gehe nachher noch mal rum, mache noch von der Innenstadt noch mal ein paar Videos. Also richtig schönes Auto. Ja, gerne. Okay. Uli, da bedanke ich mich für das Interview. Ne? Vielen Dank. Super, und gib dir nachher mal eine Karte, wo du mich sehen kannst. Alles klar. Alles klar. Danke dir, ne? Danke. So, hier haben wir den Mustang noch mal aus dem Interview. Gucken wir noch mal ein bisschen rein. Ja. Sehr schöne Ledersitze. Chrom. So, dann gehen wir einfach mal hier durch. Sind ja die Motorrad alle in Reihe aufgestellt. Ah, da kommt ein interessantes.
Ja, oder? Hey!